Ja, hallo meine Lieben, ich bin's wieder, der Josef, und wir sind hier in Spanien bei Aguilas an wunderschönen Stränden, wie man hier sieht. Ich stehe hier mit dem Wohnmobil von Dezember bis März, jeden Winter, und biete offene Retreats an, also nicht ganz so eng gepackt wie normalerweise in Deutschland. Wir machen am Morgen ganz unverbindlich Yoga und auch Tai Chi. Und nachmittags machen wir eine Stunde aktive Meditationen auf dem Hügel oben. Also Yoga am Strand und auf dem Hügel oben aktive Meditationen. Da sind wir völlig ungestört und da kann man auch mal laut sein. Also es geht da auch ums Loslassen, durch Schütteln, durch Tanzen. Damit wir anschließend umso tiefer in die passive Meditation eintauchen können. Meistens machen die Wohnmobilisten mit und die bleiben dann für Wochen bis zu ein, zwei Monate hier und machen dann mit, und dann gibt es natürlich entsprechenden Fortschritt auch. Ja. Also körperlich, geistig, seelisch. Wir befreien uns von seelischen Lasten aller Art. Neben den Yoga und Meditationen gebe ich dann auch Einzelsitzungen für spezielle Fälle. Und einen davon will ich dir jetzt zeigen. Wieder mal jemand, der glücklicherweise enormen Durchbruch geschafft hat und sich von mehreren Dingen sogar befreien konnte innerhalb kürzester Zeit. So, hier gebe ich weiter an Hubert. Hallo, ich bin der Hubert. Ich bin hier auf meiner Winterreise mit meiner Frau durch Spanien und habe hier vor zwei Wochen den Josef kennengelernt, weil ich ihn beim Yoga am Strand entdeckt habe und habe dann mitgemacht. Ich habe auch schon einige Erfahrungen mit Yoga und anderen Entspannungstechniken, und mir ist hier das Besondere aufgefallen, dass es nicht auf das rein Sportliche reduziert wurde und auf die Exaktheit der Bewegung, sondern auch Atmung und Rhythmus auch eine Rolle gespielt hat, und ich hatte dadurch das Gefühl, dass es mich viel mehr am Morgen mit Energie aufgeladen hat, da ich insbesondere kein guter Aufsteher morgens bin und bin so sehr gut und energiereich und gestärkt in den Tag gekommen. Das hat mir sehr gut gefallen, und ich habe das dann auch das tägliche morgendliche Yoga beibehalten. Und kann es nur empfehlen. Ich habe dann auch das Angebot von Josef wahrgenommen, am Nachmittag eine aktive Meditation mitzumachen. Es ist für den Alltag gedacht und geht auch nur 35 Minuten. So, Josef hat uns kurz angeleitet. Es beginnt mit Schütteln. Man trägt dabei eine Augenbinde und merkt schon mal, wie man sich den Stress ein bisschen abschütteln kann. Dann kam der zweite Teil mit Tanzen. Man kommt dann wieder mehr zur Ruhe. Im dritten Teil sind wir dann nur noch im Wind leicht hin und her gewippt, und anschließend ging es dann in die passive Meditation. Wir haben uns hingelegt, und durch diese die Atmung wird immer langsamer, die Gedanken verschwinden,
und man kommt wirklich sehr gut in eine tiefe Meditation und in dieser kurzen Zeit und ist danach sehr entspannt und sehr beruhigt. Wir haben dann noch zusammen in der Gruppe eine intensive Breathwork-Sitzung gemacht. Man kann sich das so vorstellen, dass wir 45 Minuten intensiv geatmet haben. Und haben probiert, den ganzen Körper auch dafür einzusetzen. Es war ein sehr intensives Atmen. Die Hände fangen an zu kribbeln und man probiert dabei allen Stress nach außen wegzuatmen und man kommt dann in eine tiefe Trance. Ist total frei und ich konnte dadurch sehr gut loslassen und alle Gedanken freilassen. Nach dem sehr intensiven, aktiven Teil haben wir dann in die passive Meditation gewechselt und ich fühlte eine sehr tiefe Entspannung. Ich war völlig befreit, ich konnte alles loslassen und ich konnte so stark loslassen, dass mir sogar Freudentränen kamen und ich habe dann 20 Minuten tiefen inneren Frieden gespürt und eine sehr positive Erfahrung mitgenommen. Zu meinem Erstaunen habe ich dann am nächsten Tag festgestellt, ich bin schon 35 Jahre Raucher, dass ich gar keinen Drang verspürte, morgens meine erste Zigarette zum Kaffee anzuzünden. Ich habe gemerkt, dass ich den Stress auf eine ganz andere Art losgeworden bin, wie ich das bisher gemacht habe. Ich habe jetzt auch das Gefühl, ich spüre gar kein Verlangen mehr, mir eine Zigarette anzuzünden, um eine kleine Entspannung im Alltag zu bekommen. Und ich denke, ich werde an diesem Thema Meditation auf jeden Fall festhalten, weil ich dann auf Rauchen oder andere Dinge wie Alkohol ganz leicht verzichten kann. Ich habe mich dann noch für eine Einzelsitzung entschieden, wegen meiner Höhenangst. Ich war früher immer Alpin-Kletterer, hatte aber dann eine längere Pause und habe nun wieder mit dem Klettern angefangen, aber gemerkt, es fällt mir schwer, da ich eine Höhenangst entwickelt habe, die jetzt natürlich gar nicht mehr zu dieser Leidenschaft der Berge passt. Und in der Einzelsitzung hat Josef mich dann in eine gute Entspannung geführt. Er hat mir immer wieder Hinweise zur Atmung gegeben und in dieser Entspannungsphase sollte ich dann zu meinem letzten Erlebnis zurückgehen, als ich diese Höhenangst verspürt habe. Es war in einer steilen Wand, die einen Abgrund mit 200 Meter hatte und habe mich dann im Geiste nochmal dahingestellt
und habe dann erkannt, dass die Höhenangst durch ein unsicheres rechtes Bein gekommen ist. Und wir haben dann gefragt, woher kommt diese Unsicherheit? Und ich konnte mich dann an einen Unfall in meiner Kindheit erinnern. Da bin ich aus großer Höhe von einem Baum gefallen, in liegender Position mit dem Rücken zuerst und bin mit der Hüfte auf einen Stein geknallt. Und seither ist wohl die Funktion meines rechten Beines gestört. Auch das Gleichgewicht, die Stabilität, die Sicherheit. Und mein Unterbewusstsein hat mir wohl gesagt, durch dieses unsichere rechte Bein, ich soll mich von Abgründen fernhalten, und dadurch hat sich eine Höhenangst herausgebildet. Ja. Wir konnten dann durch das Nacherleben und durch dieses Reingehen in diese Situation das Trauma auflösen und auch eine neue Beweglichkeit meiner Hüfte und meines Beines herstellen. Und es hatte auch noch weitere Auswirkungen auf meine ganze Aufrichtung der Wirbelsäule, der Symmetrie und meiner Standfestigkeit. Ja. Und nun kann ich wieder Vertrauen zu meinem Bein bekommen, dass es mich wirklich sicher trägt, und habe dadurch auch tatsächlich die Angst verloren. Ich habe mich wieder im Geiste an diese Wand gestellt und das Gefühl ist nicht wiedergekommen. Und nach dieser 1,5-stündigen Sitzung haben wir dann auch einen Praxistest gemacht. Ja. Ich konnte mich hier auf einen Felsen stellen, nahe an einem Abgrund, und spürte, dass die Angst weg war. Es braucht sicher jetzt noch ein bisschen Arbeit, dass ich mich an diese neue Beweglichkeit und diese neue Sicherheit auch gewöhnen kann. Ich muss das noch mehr verinnerlichen, weil ich ja jetzt über 40 Jahre nicht mehr an diese Stabilität geglaubt habe, dass ich jetzt wieder Zuversicht hier bekommen kann und dass diese sich auch nachhaltig etabliert. Aber der große Effekt ist schon gekommen, und das bisschen Nacharbeit werde ich jetzt auch noch schaffen. Um den körperlichen Heilungsprozess meines Unfalltraumas noch besser voranzubringen, habe ich mich dann noch für eine spezielle Sitzung mit Heilpflanzen entschieden. So konnte ich mein Problem mit der Höhenangst nochmal intensiv angehen und einen großen Schritt in Richtung Ausheilung meiner auch dadurch erfolgten körperlichen Beschwerden erreichen. Und kann euch jetzt auch gerne mal demonstrieren, was ich jetzt dadurch erreicht habe. Ich stehe jetzt hier
das ist natürlich fantastisch, was mit Hubert geschah. Also absolute Bombe wieder mal, und es kann geschehen, nicht bei jedem. Es kommt auch darauf an, wenn es spezifische Ängste sind, so wie die Höhenangst, Phobien vor Spinnen, Schlangen und so weiter, oder Angst vor Hunden. Meistens reicht schon eine Sitzung, und bei anderen Dingen braucht es mehrere Sitzungen, also man kann nichts erwarten, je nachdem, je nach Thema. Und aber auf alle Fälle, wenn du hier bist für mehrere Wochen, dann tut sich enorm was, dann in jeglicher Hinsicht. Und außerdem bekommt da jeder Techniken mit, die er zu Hause weiter praktizieren kann. Und mitunter gibt es dann auch Online-Einzelsitzungen, um den Prozess immer weiter zu führen, damit wir auf dem Weg bleiben. Und wenn immer du seelische Lasten hast und gerade in dem Moment, wo es dir schlecht geht, einfach mich kontaktieren, und online läuft es genauso gut. Gehen wir gemeinsam dem Licht entgegen, der Freiheit entgegen, und ich hoffe, dass ihr ein oder andere Mal hier über den Winter ein paar Wochen Zeit nehmen kann. Wir können auch ein Haus mieten hier ganz in der Nähe und uns dann in der Gruppe Zeit nehmen und für jeden Einzelnen Zeit nehmen, bis das Ziel des Einzelnen erreicht ist. Also vielen Dank fürs Anschauen von dem Video, und vielleicht gibst mir ein Like und ein Subscribe, damit du, also abonnieren, damit du dann auch die weiteren Videos immer sofort sehen kannst. Und wir haben weiterhin immer aufregende Ergebnisse hier. Vielen Dank, dann bis demnächst und vielleicht auch mal hier oder auch in Deutschland in meinen Retreats. Okay, ciao, ciao.